Hallöchen und herzlich willkommen bei einem neuen alten Let's Play. Wir haben es, glaube ich, für ein paar Wochen mal gespielt, immer samstags, wenn ich mich recht erinnere. Und das ist auch schon wieder Ewigkeiten her. Das Spiel ist aber leider, oder Gott sei Dank, eines, was mich irgendwie nicht loslässt auf lange Zeit. Und ich habe mir jetzt einfach mal vor kurzem zwei neue DLCs gekauft, nämlich hier unten Mass Transit und auch Green Cities. Und ich würde gerne versuchen, unsere Stadt weitestgehend grün zu lassen. Wie mir das genau gelingen wird, das weiß ich noch nicht. Und ob mir das gelingen wird, also ich fürchte irgendwie gerade, dass ich trotzdem Industrie und sowas haben muss, aber ich werde es versuchen, halbwegs grün zu bleiben. Und ja, ich würde einfach sagen, bevor wir jetzt uns totquatschen oder bevor ich euch totquatsche, starte ich in ein neues Spiel und suche mir erstmal ein schönes Ländchen aus, in dem wir starten können. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt zuletzt mal gestartet hatte. Grünflüsse wäre was. Hohe Hügel. Sieben Seen. Ich würde natürlich gerne irgendwas haben mit viel Natur, um Landwirtschaft einzurichten. Wir könnten die Ödebenen mal nehmen. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, wie hatten wir unsere letzte Stadt genannt? Ich erinnere mich wirklich gar nicht mehr. Ich komme jetzt auch drauf, dass man sich vielleicht vorher hätte einen Namen aussuchen sollen. Los Amarcos. So, das finde ich gut. Und ich würde sagen, damit sind wir durch, ne? Thema? Keins. Okay, beginnen. Jetzt kriegen wir erstmal wieder eine Mod-Meldung, weil irgendeine Mod ein bisschen spinnt, die ich mir draufgeschmissen habe. Das heißt, Achievements und so gehen auch nicht in diesem Spiel, aber ist mir egal, weil die Mod ist einfach zu gut. So, nebenbei mal ein Schlückchen Kaffee. Der Vogel kreiselt. So, ne? Okay, interessiert uns nicht. So, und jetzt schauen wir mal. Wir sind auf einer wirklich krassen Ebene. Meine City Vitals. Okay, da Naturrohstoffe können wir uns noch nicht anschauen. Unser Land geht bis mitten in den Fluss hinein. Und ich würde sagen, wir brauchen jetzt erstmal eine Straße und wir brauchen ja sowieso auch am Anfang mal eine Industrie. So. Und die setzen wir da hinten an das andere Ende der Straße. Und dann müssen wir jetzt mal schauen, wo kriegen wir Strom her? Von der Küste, das ist schon mal gut. Geschätzte da geht es. Ich war irgendwie gerade verwirrt. Hier haben wir 8 Megawatt. Das ist super. Einmal die Strommasten etwas höher machen. Und dann hier so hin. So, ab dann gilt es, hier schon mal Wohnbereich einzurichten. So. Und Wasser brauchen wir natürlich auch. Das heißt, wir schmeißen da eine Pumpstation hin, die dann hier hingeht. Und das führt die ganze Straße entlang bis da. Und hier kommt dann unser Industriegebiet hin. Können wir eigentlich hier noch ein bisschen mehr Platz verbrauchen, ne? Kommen wir hier runter? Ne, da ist das Gefälle zu steil. Ach, super. Ganz leicht außerhalb der Stadtgrenzen. So können wir es aber halbwegs machen. Da kann hier noch ein bisschen mehr Industrie hin in die Ecke.
Und wir brauchen auf jeden Fall mehr Wohngebiete. Sehr gut. Ich habe Wohngebiete zugewiesen und da oben keine Rohre hingesetzt. So. Und Abwasserentsorgung brauchen wir auch. Und wir nehmen natürlich den Öko-Wasseraustritt. Denn ich will ja grün bleiben. Moment, einmal so wenigstens. Der hat natürlich auch keinen Strom. Zack, Masten einmal durchs Wasser gelegt. So. Dann hier wieder Straßen. Das ist eine, also das hier ist die Mod, die mir anzeigt, welcher Winkel und so, soweit ich mich erinnere, war das die Mod. Und diese kleinen gepunkteten Linien, die da so leicht auftauchen, wenn ich hier versuche, die Straße zu bauen, auch wenn mich das gerade nervt, wenn ich das lieber so mache, das ist, glaube ich, Mass Transit. So eine kleine Unterstützung noch, um Straßen effektiver zu bauen. So, aber ich setze mal hier noch was hin und dort. Und so. Dann machen wir daraus noch ein Wohngebiet, denn ich glaube, ja, da brauchen wir noch ein bisschen was von. So haben wir das auch. Okay, dann kommt hier erstmal noch ein bisschen Geschäftsgebiete, wie heißt es? Gewerbegebiet, genau. Das habe ich gesucht, das Wort. Und dann wird das einfach alles als Wohngebiet gerade mal deklariert. Und hier hinten müssen wir Industriegebiete hinsetzen. Natürlich jetzt immer noch schmutzig, ne? Ich würde auch mal behaupten, dieses Abwasser ist auch nicht sauber. Da müssen wir uns halt früher oder später einfach mal hinbewegen zum Sauberen. Wir brauchen gerade unglaublich viel Industriegebiet und Gewerbegebiet. Aber vielleicht gibt sich das ja jetzt schon. Ich stehe ja eigentlich nicht so auf dieses Ami-like Schachbrettmuster. Aber praktisch ist es schon. Gerade um jetzt hier zu bauen. Hat man immer schön einen Orientierungspunkt. So, da könnten wir doch einfach sagen, der Bereich ist jetzt Gewerbe und ihr habt keinen Strom. Ja, da müssen wir dann wohl ein bisschen mehr Strom produzieren. Hä? Ach so, nicht aufgepasst, da ist überhaupt kein Strom hingeleitet worden. Jetzt produzieren wir natürlich auch viel zu viel. Gehen wir mal auf 50% runter. Genauso bei der Wasserverfügbarkeit, da würde ich auch runtergehen. Wir haben viel zu viel Wasserverfügbarkeit. Und Abwasserklärung wahrscheinlich genauso. Alles noch zu viel und sind dann im Umkehrschluss auch viel zu viele Kosten. Oh, hä? Ach, natürlich, da ist auch noch keine Verbindung zum Strom. Ich bin echt gut durchdacht heute. So, sonst müsste es doch eigentlich gehen. Ja, das sieht doch besser aus. Hallo? Ja, es wandelt sich ein bisschen. Jetzt das Industriegebiet noch ein bisschen erweitern. So. Da ziehen wir das hier oben entlang. Hauptsache möglichst weit weg von
allen Wohngebieten. So, Strom ist jetzt ein bisschen mehr gebraucht. Ein bisschen hochziehen das Ganze. Und dann hoffen wir mal, dass jetzt bald genug Leute einziehen bei uns. Anlocken können wir die noch nicht groß. Nur die Wohngebiete sorgen dafür, dass welche kommen. Aber unsere Negativausgabe, die sinkt so langsam. Na, das finde ich ja ganz, ganz schön. Das Doppelhaus hier mit unterschiedlichen Dächern und unterschiedlich farbigen Briefkästen. Na, da haben wir es nochmal. Ich finde aber, es sind alles so ein bisschen so Ami-like Wohnhäuser. Ich hätte irgendwie das Europa-Thema anschalten sollen, wenn es geht. Oder wenn es gegangen wäre. Das wäre dann ein bisschen passender gewesen. Das sieht alles so sehr Ami aus. Muss ich gestehen. Was haben wir hier? Eine olle Unterkunft. Das sieht aus wie so ein Bretterverschlag einfach nur. Das liegt wahrscheinlich am Strommast. Das ist wahrscheinlich der Wartungsinspekteur oder so. Der da 5 Euro am Tag für kriegt, wenn er aufpasst. Der kann sich halt nichts Besseres leisten. Aber keine Sorge, wir werden unsere Stadt noch reich machen. Hoffe ich. Und es sind ja jetzt auch so viel da, dass wir über die Steuereinnahmen plus machen. Und das ist schon mal gut. Was ich total charmant finde, ist, dass man jetzt hier die Straßennamen auch benennen kann. Wer also tatsächlich einen Vorschlag hat, diese Pappelstraße, das scheint unsere absolute Hauptstraße zu sein, ne? Die führt einmal bis hier hinten ins Industriegebiet, einmal komplett durch die Stadt durch. Das ist natürlich die bedeutendste Straße überhaupt. Da habe ich jetzt gerade mal einen Gedanken. Sekunde, während unsere Stadt so langsam wächst, werde ich mal kurz was nachschauen, dass ich nichts falsch mache. Mist, ich kann es jetzt nicht nachgucken. Das kriegen wir schon hin. Sekunde. Das ist ja jetzt nicht so, als hätte ich hier nicht genug Technik liegen, um irgendwas nachzuschauen. Ich muss nur die entsprechende Technik finden und brauche dann 1-2 Sekunden. Aber das wird man mir sicherlich nachsehen. So. Da klick. Dann Ton mal runterdrehen, nur für den Fall. So, ich habe mir nämlich gerade was überlegt und das werden wir dann auch mal ganz flott machen. So, hallo. Ach, ist ja nicht wahr. Kriege ich das nicht? Angezeigt. Moment. Ich arbeite dran, Leute. Das ist alles kein Problem. Aber ich fürchte gerade, hier komme ich auch nicht dran. Ist ja unfassbar. Ich erinnere